denk in de zin op, die ben ik raar weer. Wir schauen mal, wer das nächste Rennen für sich entscheiden kann. MSC ein bisschen geradelt. Auf Platz 1. Unterwegs, MSC ein bisschen geradelt, macht das Rennen. Und die Kanzlerin verlässt den Hexen persönlich. Und wir fahren weiter, wir machen noch ein bisschen stocker an diesem Wochenende. Es geht noch ein bisschen zur Sache. Und da ist schon wieder einer auf den Erdball raufgegangen. Wir sind genagelt immer noch vorne. Ich dachte, wir wollen noch mal rein. Wir sind jetzt hoch. Unterwegs. Spannende Entscheidung. Ja. Die Bandenklasse ist langsam aber sicher wieder angekommen. Die werden wieder mehr, die werden wieder stärker. Lange Zeit ja nur Bissingenhagen unterwegs gewesen in dieser Klasse mit zwei, drei Fahrzeugen. Und jetzt fährt er da zu weit raus. Das gibt's doch gar nicht. 983 von Mimiklub, haben wir oben und haben 680 auf Platz 2. Thomas Kühl, das sind die beiden, die vorne unterwegs sind. Und da gibt es noch einen Überschlag von hinten in der Kurve. Überschlag in der Buggy-Klasse. Eieieiei, jetzt wird es langsam wieder spannend. Die Schiffflagge ist oben. Klasse von 983 gewinnt. Hinlauf souverän. Starker Auftritt. Und Kübel vom Ordonikidortus auf den dritten Platz. Das war sie. Die Buggy-Klasse, die hat richtig für Furore gesorgt. Es geht weiter gleich mit der 60-80 und 140 Kreisklasse. Die machen sich als nächstes startbereit.